neu reingepatcht und du kannst es ausblenden im Menü. Ja, ich schau grad schon wo. Aber wo? Aber warum? Was für ein Ding? Also ich hab ja hier Ladebildschirm. Gameplay. Ich auch. Energy Drink, Schmerzen mit Adrenalin spritzen. Lädt den Boostbalken mit 40, 60, 100 auf und heilt dich Stück für Stück. Der Boostbalken ist der gelbe Balken über dem Lebensbalken und verringert sich, je weiter deine EP wieder hochgehalten werden. Ach, das ist der schwule Balken. Ich dachte, das ist Ausdauer. Das ist der Boostbalken. Ja. Der von Rocket League. Ich würde mal Primorsk vorschlagen. Haben wir viele Erfahrungen mitgemacht. Wenn die Herren eh wieder 3 Jahre brauchen, bis ihr Bild geladen ist. Mein Bild ist geladen und ich stimme dir voll und ganz zu, dass wir mit allen anderen in Primorsk runtergehen. Wie mit allen anderen? Das Was? Liegt so nah am Kreis, da brauchst du nicht mal falsch hören. Das war so ein Senkrechtflug. So da an dem Ding. Henne, willst du auf die Military Base oder was? Das ist doch genauso nah, du Öckel. Ja, ist noch schlimmer vor allem. Aber du musst ja bedenken, der Martin hier, der hat doch bestimmt kein Bild bis zum Ende des Fluges. Nee, ich brauche nie so lange wie der Timo. Ich bin schon da. Das so. Stimmt. Ich bin da. Warum gehen wir nicht nach links, wo ganz viel Platz ist? Meinst du hier oder was? Nein, Flugrichtung links, hier drüben, da wo diese riesige Insel ist. Das ist zu spät. Jetzt kommt nur noch Schule, Pochinki, Military, kannst du knicken. Gut, also Strand. Was? Hier schon eine. Das ist halt. Guck mal, wie wenige Leute da noch mitkommen. Okay, sind schon genug eigentlich. Wir haben gesagt, Primorsk, ich bleib bei Primorsk. Wir ändern nicht alle 2 Minuten unsere Meinung. Gut, Primorsk. Ich hab nie Primorsk gesagt, ich hab gleich Strand gesagt. Scheiße, ich dreh ab! Ich komm noch Primorsk! Mach das! Ich mach's nicht! Es ist eine schlechte Alter! Es ist eine schlechte Idee, hört nie auf Pipis Startgebiet sagen. Du kriegst immer Huddel, wenn der was sagt! Wieso ist der halbe Flieger in Primorsk? Nein, aber ich glaub selbst der Pilot hat sich gedacht, Primorsk liegt. Oh ja, da hinten, das sieht ein bisschen aus wie ägyptische Mückenplage. Ja. Alter, 20 Leute bestimmt, oder? Ja, da hast du den Pilot aber immer noch nicht mit gezählt. Der Martin, ich bleib hier oben, bitz die Welt unter jeden. Ist mir so scheiße, ja. Ist es über dem Quarry runter oder nicht? Hab ich nicht gesehen. Hab ich auch. Ob es so ist. Einer. Hä? Mit Richtung Quarry, aber der ist ganz weit hinten. Das wird aber nicht ich, den du gerade siehst, oder? Aber der war viel weiter hinten als du, also alles nett. Da gehe ich trotzdem nicht hin. Eine Armbrust. So, jeder, der in Primorsk ist, wird sich jetzt zu Dreck ärgern, so. Das sind die ja rechts gerade alle stehen, der Pro-Fetisch zum Beispiel, der hat gerade Mr. Strack erschossen. Aber ich bin nicht in Primorsk, wieso freuen die sich da? Hä? Oder wir nehmen die AKM in die Uhr. Oh, schon wieder dieses Kreisglück, ich kriege ja jetzt schon wieder Kotzanfall. Hat jemand ein Auto? Nein. Flugzeug? Nein. Der Pilot hat uns einfach ausgeschmissen. Soll übrigens auch bei Call of Duty besser sein. Ich sag's ja nur. Ich warte einfach nur dran, dass das Spiel. Ne, die Kreisverteilung. Ich warte einfach nur dran, dass das Spiel unter 50 Euro fällt. Dann ist es mir. Dir allein. Du gewinnst immer. Ja. Ist doch schön. Ich glaube, das nennt man Pay to Win. Dieses Scorpion ist auch neu. Das ist ja im Weihnachtssale so günstig, dass ich dieses Jahr ein Weihnachtsgeschenk verteile mit dem Spiel und wir alle entscheiden, dass das viel bessere Spiel ist und wir nur noch das Spiel. Wer weiß. Damit es Du hast COD-Erfahrung, ich nicht. Aber gut, ich hatte auch keine PUBG-Erfahrung. Ich glaube, für mich macht es keinen Unterschied. Ja, Shooter-Erfahrung, das reicht. Also wie gesagt, was für mich halt ausschlaggebend ist, diese ganzen Aussagen, was die Performance und alles angeht. Die da halt echt viel besser sein soll. Server funktionieren. Es spielt sich auch dieses Nachschieben mit der Maus, was du hier manchmal hast. Oder denkst, der dreht sich nicht ganz. Also das hast du alles bei Call of Duty nicht. Bei dieser Engine. Die funktioniert einfach. Das ist das, was mir hier manchmal fehlt. Zudem die Kollisionsabfrage mit den Fahrzeugen ist problemlos. Wurde mehrfach erwähnt.
Warum haben die wohl ausgerechnet das mehrfach erwähnt? Ich weiß es nicht, aber in allen Presseberichten war, wir waren begeistert, wie gut man plötzlich mit Quads fahren kann. Oder mit Motorrädern ohne SLR. Und zudem hast du halt Inventarsystem, ich sag jetzt, von Shootern. Das heißt, du hast ein kleines Rundinventar, du kannst nur eine Haupt- und eine Seitwaffe tragen und fertig. Das heißt, da ist nicht ewig, dass du da im Inventar rumfuddelst, was du für Waffentypen und so mitnimmst. Einfach zwei Waffen fällt. Wenn es mal günstiger ist, gucke ich es mir mal an. Und wenn ich sage, ich habe genug Potenzial, hole ich mir den, der nochmal am schwersten zu überzeugen ist bei solchen Spielen und kaufe es genau dem, der überzeugt dann den ganzen Rest, weil ich sage, er hätte sich selber gekauft. Ich verstehe so langsam, wie die Gruppendynamik hier funktioniert. Ich krieg was geschenkt, ich krieg was geschenkt. Ich hab Geld. Wie kommst du auf mich? Weil den schenkst du es mir dann, weil ich hab ja kein Geld. Ich bin mir ja da jetzt nicht so ganz sicher, was mein Budget irgendwie betrifft. Den Rest des Jahres tut's ja auch ein bisschen weh. War das jetzt gerade ein Strombritzel oder war hier was? Nee. Marlin ist aber sehr von seiner Anti-Haltung überzeugt, dass er denkt, er kriegt's. Er wird wahrscheinlich die nächsten Tage noch mehrfach betont, dass er keinen Bock hat schon wieder auf irgendwelche neuen Spiele. Ah, schon wieder so eine Scheiße. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall im Moment erstmal das Budget nicht. Mein Budget ist dermaßen geschröpft diesen Monat. Ich habe überlegt, was ich mir dieses Jahr selbst zu Weihnachten schenke, so wie jedes Jahr. Weil es ja sonst gar nicht tut? Nö, weil ich weiß nicht warum, aber es ist ja der allgemeine Trend, was halbwegs Vernünftiges zu schenken und das mag ich nicht. Ich habe gerne was an Weihnachten, wo ich sage, das hätte ich mir nochmal nicht gekauft. Und deswegen schenke ich mir grundsätzlich was selbst. Was mir sonst keiner schenkt. Und vielleicht mache ich es dieses Jahr einfach so, dass ich eine Runde Call of Duty kaufe. Wenn es zu einem halbwegs vernünftigen Preis ist. Schenkt mir halt das. Hab ich ja auch was von, wenn jemand mit mir spielt. Wollte aber ich mitnehmen, gleich mal den. Aber das möchtest, aber vorher möchte ich hier noch irgendwie mal eine Waffe finden. Aber vorher teste ich es mal. Und vor allem hat es diesen Zombie-Modus, der wäre für uns perfekt. Oh, du warst hier hinten schon. Ja. Der Zombie-Modus, da ist nämlich auch bis zu 4 Spieler. Und da gibt es sogar eine Story-Kampagne. Das ist im Prinzip ein Left 4 Dead mit aktueller Engine und allem drum und dran. Und besseren Shooter und Waffen dabei kaufen und freischalten. Und Die haben gesagt, der Zombie-Modus alleine ist so gut, dass er ein eigenes Spiel sein könnte. Das regt natürlich an uns zu denken, ne? Ja, Habt ihr ein Fahrzeug? Ja. Ein 3 Personen behindertes Motorrad. Ah. Danke. Ach, Martin, jetzt wo ich dich mal wieder in Ruhe treffe, wie fandst du eigentlich das D&D vom Tobi? Sehr gut, sehr schön gemacht. Im Nachhinein tut es mir ein bisschen leid, dass wir unter Umständen am Ende etwas arg eskaliert sind. Ich fand's gut. Die Schlussszene. Der Ork mit dem Baden im Arm. Der heroische Moment. Brauchst du einen Dischchen? Besser als das, was ich habe, ist es allemal. Hier hinten bei mir. Ich bin schon gut ausgerüstet. Na, ein paar Häuschen haben wir hier. Ich hatte viel Freude, muss ich sagen. Hat mir viel Spaß gemacht. Ähnlich will ich auch meins gestalten, nur dass es, diese, wie heißt denn jetzt, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Aber du weißt ja nicht, was ich meine. Jetzt noch eine 16. Ah, die, so Sachen wie Lebenspunkte und so eher nicht gibt. Ne? Also das, was bei ihm basiert, dass dieses Berechnungssystem auf deinen Fähigkeiten, dass du levelst und sowas, das wird es bei meinem nicht geben. Also zumindest nicht mit dem Ansatz, den ich zuerst spielen möchte. Das ist der Grund, warum ich so lange dran rumgefuddelt habe. Ich habe das abgeändert in ein, das nennt sich Ereignissystem. Das heißt, das ist dann eher so, das ist halt für mich ein bisschen mehr Arbeit, aber ich finde es lustiger. Das heißt, dein Wert gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Wurf fehlschlägt. Ja, also wenn du sagst, du hast zum Beispiel, war ja auch 20, ne? Und da, du hast 13 als Wert, sagen wir mal. So. Alles von 1 bis 13 ist für dich ein positives Ergebnis.
Alles von 13 bis 20, was du würfelst, ist ein negatives Ergebnis. Und je nachdem, wie stark die Abweichung ist, ist die Auslegung, wie positiv oder negativ das ist. Das heißt, das fängt an von, du triffst halt nicht, bis mit deinem weiten Schwinger haust du deinem Nachbarn die Keule über die Fresse. Und der muss dann mit seinem eigenen Ausweichwurf, wenn er das denn möchte, würfeln, ob er getroffen wird oder nicht. Einmal neu. Also so ist das System, was ich machen möchte. In der Differenz zu dem, was Tobi gemacht hat. Go, 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 go. Muss mal schauen, wie es funktioniert. Ja, uah, fuck, uah. Ich bin ja gerade dabei, meinem Badenjob nachzugehen, das ist aber echt anstrengend. Hä? Ich schreibe die Geschichte runter, dass wir beim nächsten Mal, also ursprünglich hatte der Tobi ja mal gesagt, eine grobe Zusammenfassung, dass wir beim nächsten Mal nochmal schnell nachschlagen können, was eigentlich passiert ist bisher. Also ich bin jetzt, glaube ich, auf der, ich habe nur angefangen, was da? Gut. A4 Seiten, die ersten 50 Minuten. Hast du das mit aufgezeichnet, oder? Natürlich. Natürlich. Dementsprechend sind die Dialoge komplett alle 1 zu 1. Ja, ist meiner. Kriegt rein, ihr Lose. Geil, Alter, die Dialoge. Ich hoffe, vor allem der Zwiespalt zwischen Ork und Bart ist höchst betont. Ja, da ist alles betont. Ich setze mich hier hin und tue nichts. Ausrufezeichen! Ja, ich bin gerade an der Stelle, wo unsere süße Halblingsdame den in die Grube gefallenen Gnomen entkleidet. Ja, da war ich glaube ich noch nicht dabei. Nee, da lagst du noch schlafend auf dem Karren. Auch das ist schon lobend erwähnt. Ich freue mich auf den Moment, wo der Ork aus dem Lichtfeld verschwindet, weil er in der Grube fällt und dann mit einem Rückwärtssalto voller Qualität wieder raushüpft. Und der Tobi. Du schaffst es gerade noch festzuhalten. Ich so, das war 20 plus 3! 20 plus 3! Ich bin mit dem Rückwärtssalto wieder rausgehüpft. Jetzt bin ich mal gespannt, wann es weitergeht. Ich habe ja echt tierisch Bock, direkt weiterzumachen. Ja, ich muss mal fragen, weil nächste Woche treffen Lena und ich uns mit Tobi und seiner Freundin. Mhm. Und die meinten, dass sie eventuell das Wochenende wegfahren. Also nehme ich nicht an, dass es nächste Wochenende was wird. Wobei er selber ja auch unbedingt am Ball bleiben wollte. Deswegen habe ich gedacht, er schreibt vielleicht wieder wegen diesem Mittwoch. Aber hat er bis jetzt nicht. Muss er eben im Schreiben, ich mach mal nach. Und dann schauen wir mal, ob ich den November-Termin wirklich halte. Mit der Ready-Meldung für unser D&D. Und vielleicht machen wir ja einen gemütlichen Glühweinabend in Wiesbaden. Am Spielbrett. Ich glaube, da war ja. Ich glaube, du sogar vorbeigeschoben. Mensch, wie war ich? Ich glaube, da, ja. Nein. Lauf. Ja, der Herr Raller hat ja jetzt keinen Charakter für mich entwickelt, an dem ich eingeladen habe, weil Scheier das Spiel. Danke, das ist kein Problem. Ja, das möchte ich mir mal. Weil, klar, die Background-Story ist ein Thema, aber. Jetzt denkst du, das kriegen wir nicht rechtzeitig hin. Der von Kohle habe ich ja auch selber geschrieben. Background Story, Alter, der ägyptische Typ ist gerade erst wie ein Anti-Alkoholiker geworden. Alles vergessen. Es wäre natürlich auch der Hammer, wenn du ein Hexenmeister wärst und der wäre in Wirklichkeit ein Untoter, wenn das rauskäme. Dann kannst du die Untoten beschwören, das liegt daran, dass er selber nicht mehr am Leben ist. Und alle wundern sich, warum er nichts isst und so. Oh, das finde ich gut. Ah, Buddy, du hast nichts gehört. Ich weiß von nichts. Bist du total überrascht, jetzt schon. Irgendein Scope wäre nice gewesen. Jetzt, wo wir hier so eine erhöhte Position haben. Ja, vor allem meine schallgedämpfte SLR. Ja, deswegen habe ich eben auch zwei vierfach liegen lassen, weil ich dachte, das kann man nie brauchen. Och ja, ein Schuss und ich bin down. Irgendwo ist einer und sniped. Und zwar Richtung Westen. Ja, das hätte ich jetzt auch grob gesagt, aber. Wenn mich jetzt mal jemand aufheben würde. Ja. Okay. Ist gerade nicht der Moment. Da hat mir mit einem Schuss meinen Helm. Ja gut, okay, es war ein einer Helm, das ist okay, aber trotzdem. Mit der SKS war das. Aber trotzdem, wo war der Typ, Mann? Ein Helm, ein Schuss. Ziemlich weit weg. Der war ziemlich weit weg, soundtechnisch, ja. Es war ein ganz dumpfes, schallgedämpftes Blob irgendwo von den westlichen Hügeln. Oh, geil. Natürlich aus der Richtung, wo ich gerade nicht einer kommt.
fährt Martin, genau durchs du Gitter, wo ich lieg. Leg den Wichser um! Der ist ins Haus verschwunden. In der Garage, in der kleinen. Alter, er fährt genau an dem Zaunstück, wo ich hinterlieg. Glaubt man? Wir müssen hier weg, wir müssen hier weg, Mann. Ganz linkes Haus auf dem Dach, im Fenster. In der Tür. Was? 300 von mir aus. Denselbe Gebüsch, ich glaube nicht, dass sowas zweimal passiert. Warum kommen eigentlich keine Leitern hoch? Finde ich voll scheiße. Ja, das geht in Call of Duty übrigens. Vorsicht, da kommt wieder der gleiche von irgendwie von sonst wo da hinten. Ganz komisch sind hier so zwei Gegner gerade. Also der eben. Also hätte er mich gekillt, hätte ich mir ausnahmsweise mal die Deathcam angeguckt. Weil das ja. Der fährt random in diesen Hügel hoch, dann bist genau das Stück Zaun, wo ich hinterlieg im Gebüsch. Ja, so viel zum Ranking. Ranking interessiert sich halt nicht für letzte Glück oder Unglück. Granate. Der letzte Krall war eine Granate. Schönen Gruß von Mutti, Affe. Pass auf, Martin, sonst wird wieder erschossen. Von mir aus Nordwesten, das Haus im oberen Geschock. Nee, bei den Fenstern an der Ecke. Trichter. Welches Haus? Das, direkt oh, das bei Haus uns. Mit Flachdach, offene Tür. Das ist direkt bei uns hier. Nein, offene Dachtür. Ach, offene bisschen Dachtür. Da ist der oben, oder was? In den bei den Fenstern im OG war der eben. Da kann es sein, dass es der ist, der auf Martin geschossen hat. Wird hinkommen. Nee, der ist da vorhin, der ist danach erst hingekommen. Er hat den Raum verlassen, nehme ich an. Geht jetzt Richtung hier oder Dach? Ja, die sind in Jo, ne? Wir sind mal im Kreis. Ich fühle mich nicht so wohl, ich fühle mich nicht so wohl, mein Kopf ist leer und hohl. Fühlt sich nicht so wohl. Du musst doch weitermachen, sonst wird kein geiles Galo. Ach so. Ja, fühlt sich nicht so wohl, fühlt sich nicht so wohl. Nee, das ist jetzt einfach wohl. Musikalisch vermurkt. Natürlich. Das gibt's doch nicht, da kommt doch schon wieder so ein Schuss. Aber das ist alle, das sind... Der kam aber aus ganz anderer Richtung. Der kommt von 25 ungefähr. Was? Nein, überhaupt nicht. Süden, der kommt aus dem Südosten, Süden, weil der war hinter mir und ich guck gerade die Stadt runter. Wow! Wow, 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 wow! Das ist der Typ, der auf mich geschossen hat die ganze Zeit. Der im roten Haus eventuell. Ja, aber so wie die hier einschlagen, kommen die doch nicht von der Stadt, oder? Ja, ja. Doch, jetzt kommt. Jetzt kommt aber nichts mehr. Kommt das jetzt her? Der Typ, mit dem ich die ganze Zeit schon duelliere. Der Wichser im Haus. Ist er immer noch im Haus? Er ist immer noch im Haus, Mann. Ja, wie erwischt er dich denn dann in dem Winkel? Geht ja gar nicht. Ah ja, doch, Fenster und ich face ihn halt auch. Boah, fuck! Deck hoch, Martin! Bischis! Auch wieder aus der Bischus. Stadt, oder? Wow. Aber von wo? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wo kommen die denn jetzt? Kommen die aber aus den anderen Häusern da hinten? Ich hab keine Ahnung. Wir sind halt auch echt an einer echt total beschissenen Position in der Mitte von lauter, Hotspots. Weiß auch nicht, wer uns ausgerechnet hier abgesetzt hat. Ach, der Henne war das. Warum eigentlich? Normalerweise hast du bessere Punkte, uns abzusetzen, als ausgerechnet. Ja, aber wir haben die ganze Zeit über alles Mögliche geschwätzt und plötzlich waren wir im Kreis und schon im nächsten Kreis und da habe ich das Auto stehen lassen. Wow. Zwischen Rostock und der Schule warte mal. Einer ist bei mir ganz in der Nähe. Von hier unten sieht man nichts. Jetzt zieht nicht ernsthaft Nebel auf. Das ist gut, wir haben ja alle keine Scopes. Richtig. Wichser. Nimm ihn, ich deck dich. Der ist tot. Achso. Gut. Ich deck dich nicht. Verdammt, ich deck dich. Ich deck dich nicht. Ich nicht. Verdammt, ich schütz dich. Ich schütz dich nicht. Verdammt, ich schütz dich. Du wirst dich nicht verlieren. Du wirst dann wohl kapieren. Ja. Verdammt, ich deck dich. Psst,
Ein Alter, Auto direkt vor meiner Nase. Irgendwo, Fahrzeug genau vor meiner Nase. Ich hör's. Der ist zu weit weggerannt. Aber ich seh's nicht. Irgendwo in der Häusersiedlung vor mir. So, jetzt kommt's abgehauen. Dann stürmen wir einfach. Verdammt, ich will nicht matrikulieren. Verdammt, ich will doch gar nicht studieren. Fehlt noch ein Schalldämpfer für eine AR abzugeben. Komm, Martin, sag du zuerst, ich. Vergiss da. Ich hab zwei davon. Einen für mich und einen drücke ich ab. Gut, nimm lieber du ab. Ihn, du kannst damit besser umgehen. Ich habe ja nicht mal einen Scope oder sonst irgendwas. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt nur noch schallgedämpft vorbeischießen soll. Ja, dann nehme ich. Ja, wenn es unbedingt sein muss, nehme ich halt den scheiß Schalldämpfer. Zweifach Scope! Ja, dann geht's doch. Ich habe einen Vielfalt auf der SLR. Ja. Martin, willst du es? Ja. Liegt hier unten im Erdgeschoss. Wenn ich komme hoch zu dir. Ich bin gerade noch am Sichern. Sicher! Nice. Hat mich hochprofessionell. Servus. Das ist immer und sag ich hab grad eben, wo ich auf dieses Auto geschossen hab, die DP-28 wieder lieb geworden, weil die ist halt echt so ein LMG, die rotzt dann wirklich rauf. Also wenn du Autos jagst, ganz toll. Habt ihr eigentlich mal eine tolle Gesichtsmaske schon gesehen? Ja, nein. Alter, das ist geil. Danke. Gibt's gerade für 10.000 oder 7.000 BP? Gut, ich hab keine BP mehr. Ich hab noch 22. Hä? Ja, wollte gerade sagen, es gab doch für alle über 20.000 geschenkt. Oh, stimmt, da war ja was. Und ich hab mir gedacht, bevor ich diese Kisten raushau, schau ich mal, was es so an Halloween gibt. Ich hab jetzt gerade erst realisiert, dass da drüben die Tasten angezeigt werden über der Karte. Ich hab das Ganze überhaupt nicht mitgekriegt. Du meinst das, wo Pippin sich in den ersten zwei Minuten beschwert hat? Richtig, ich hab's jetzt gerade realisiert. Ich bin immer jetzt so... Jetzt weiß ich auch, warum dir alle Gegner entgehen, Martin, wenn du diese Tasten nicht siehst. Ich bin immer auf die Bildschirmmitte fokussiert. Ich hock hier vor einem, weiß nicht wie viel Zoll Fernseher. Um alle Ecken zu sehen, muss ich meinen Kopf bewegen, weil das mit den Augen allein nicht mehr machbar ist. Das finde ich immer so süß, wenn Lena PlayStation spielt. Tomb Raider oder so, die bewegt immer den Kopf hin und her. Das ist halt was du als Gamer drin hast, irgendwann den Kopf nicht mehr zu bewegen, sondern das mit den Augen zu machen. Und warum steht da oben ein Jeep? Ja, da muss irgendwie ein ausgestiegen sein. Ja, aber der ist da bestimmt nicht mehr. Da ist gerade aus dem Kreis raus. Ja. Und wenn du das halt nicht drauf hast, folgst du ja dem Kopf über den Bildschirm quasi. Doch, da kommt einer! Position. Direkt aus dem. Sehr gut. Was soll man machen? Sehr gut. Wenn ich will. Könnt ihr bitte Koordinaten angeben, weil da ist eine Aussage. Ja, in dem Fall. Wir haben die ganze Zeit über den Jeep beim Turm geredet. In dem Fall habe ich genau das auch so verstanden, ja. Das heißt von dem Jeep aus. Nicht schlecht. Ja, ich habe den Jeep vorhin nicht gesehen beim Turm. Macht also. Nichts. Ich habe ihn ja gekillt. Gesilenced mit C-Laser. Das muss ein scheiß Moment für ihn gewesen sein. Ja, silenced hier. Pippin sei Dank. Und Pippins toter Gegner erst recht. Naja, dann folgt sie halt, wenn sie am Fernseher die ganze Zeit mit dem Kopf irgendwelchen Sachen bei Tomb Raider, wenn du Rätsel löst. Wie hart tut's weh, wenn man rausgeht? Geht eigentlich. Wo ist der denn umgefallen? Da. Nicht. Bring Heilung mit. Richtig. Und vor allem, ich zieh mir den zweier Helm an, den er hat. Hände, was brauchst du an Heilung? Warte, ich will jetzt erstmal auch nochmal gucken. Ich hab mir auch erschossen. Ich hab mir jetzt nach Waffen oder so. Nach Waffen oder so gar nicht geguckt, aber. Die Granate wird mitgenommen. Das ist ja alles Murks. Der Molly wird eingepackt. So viel Verbände, wie ich tragen kann. So, 34 Verbände. Könnten auch Medikits abdrücken. Hab ich jetzt auch noch. Oh, wir sind ja kreistechnisch echt genial. Sehe ich gerade. So, aber ich hab wieder einen Helm auf. Danke, dass du ihn so erschossen hast, dass der Helm null Schaden genommen hat. Ja, sag mir doch, dass ich Kacke ziehe. Nee, war gut. Perfekt. Ich muss aber das Gesicht getroffen haben. Es waren drei Treffer mit der M4. Also dann ist er nur tot, wenn er entweder wirklich schon halb gestorben war oder ein Gesichtstreffer kassiert hat. In der Face, bitch. Hast du wahrscheinlich das Kinn perforiert, das guckt ja unten raus. Nee, die haben meine Weste Stufe 3 schon gut runtergeschossen. Das Problem ist, ich habe jetzt 34 Verbände, 2 Medics, aber nichts mehr zum Overhealen. Das habe ich jetzt leider auch gänzlich verbraten, blöderweise. Aha. Schüsse? Mhm. Schätzungsweise Richtung 50 Nordosten, ja.
jetzt der Fall schon mal auf. Für mich klang es eher nach Norden. Ja, ja Norden, Nordosten, ja. Ja, ja. Der Nordosten ist aber hier Richtung rechts quasi, Norden, links. Ne, für mich ist Nordosten, Nord, das ist so genau der Bereich, ja. Also ich finde da jetzt... Ach, genau der Bereich, excuse me. Von oh, scheiße, Norden. Henne. Ja? Wir müssen rennen. Da, in meinem Benzinkanister ist aus dem Kreis. Wie eskalieren die denn so? Lal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 a. Oh, ich bin im Kreis. Ich bin eine Bouche. Ey, voilà. Die Bouche. Den Nana hat den Nana endlich getötet. Was? Ja. Sehr gut. Selbstmord as it fails. Das habe ich noch nicht erlebt. Selbstmord, nachdem man niedergeschossen wurde von jemand anderem. Oh, was ist denn jetzt gerade kreistechnisch los hier? Das ist ja genial. Er hat seine eigene Granate, wurde von dem Gegner niedergeschossen und ist dann selber hochgejagt. Ganz große Tennis. Tetris ist das. Ganz großes Tetris. Der Tetris-Weltmeister wurde geschlagen, hat das mitgekriegt. Hey, ins Gesicht? Tut's ihm weh? Nee, der ist glaube ich 3 oder 4 Mal in Folge Weltmeister im Tetris gewinnen. Und galt als unschlagbar. Der Typ ist irgendwie 30 rum. Der wurde jetzt von einem 16. 130, einer. Ja, oben auf dem Hügel geschießen, aber nicht. Der hat schlechte Internetverbindung, der backt nicht mehr. Genau, die Entfernung sein. Und der wurde jetzt von einem 16-jährigen, natürlich asiatischen Schüler geschlagen. Der wollte sich eigentlich nur anmelden, um die Quali-Spiele zu kriegen und hat dann einfach die Meisterschaft in Tetris gewonnen. Tja, aber der 30-Jährige denkt sich, na und du 16-Jähriger, dann gewinn doch im Tetris, dafür habe ich eine Ausbildung. Ja, und bin kein Halbchinese. Dafür bin ich kein Chinese. Ja, jeder Asiate kann sagen, ich bin gut im Videospiel, Entschuldigung. Das ist genauso wie wenn ich sage, ich bin gut in Mathe. Ja, in Echtzeitstrategien sind sie scheiße, außer Speed-Up-Strategie. Roundups sind sie auch scheiße. Das Einzige, was sie können, ist StarCraft und sowas, Rush-Strategie. Mhm. Alles andere sind Strategie scheiße und Adventure eh, weil sie nur auf Speed arbeiten und nicht auf kognitiv. Selbst der hat ihn mit dem Speed abgekriegt. Und zwar dieses. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie du Knöpfe drückst. Entweder drückst du sie voll durch oder du tippst sie ganz leicht nur an, aber dafür viel, viel schneller, um zu hoffen, dass du den Druckpunkt kriegst. Um die zu drehen beim Tetris jetzt zum Beispiel. Mhm. Und der Alter hat mit der normalen Durchdrücktechnik gearbeitet, die auch normal genommen wird, weil sie einfach safer ist. Und der Junge hat es halt mit dieser Speed-Up-Technik gemacht, weißt du, der hat halt noch schnellere, flinkere Finger. Wahrscheinlich vom Taschendiebstahl, was weiß ich. Ja, oder? Hey, es sind nur noch 2 Probleme. Okay. Sag du was über Tetris. Macht mich nervös. Mich auch, weil ich es weiß. Wollen wir müssen rennen, der Kreis kommt. Ich bin im Kreis. Was? Nein! Aha, Mann. Hat so gerade so nicht gereicht. Wieder einen sehr verführerischen Stein. Mhm. Okay, boah. Und oben 15. Im Wald, in den Häusern werden welche sein. Ich würde sagen, wir machen die beste Taktik, die wir je gemacht haben. Wir sitzen den Pumps aus. Jetzt haben wir immer nur gewonnen, wenn wir die letzten ausgesessen haben oder die allerletzten gefehlt haben. Ja? Ja, jetzt vielleicht ein bisschen weniger reden. Die sind irgendwo da vorne, weil der, ich sehe einen, der rennt da zwischen den Bäumen. Mhm, am Kreisrand. Muss aber in unsere Richtung kommen gleich. Kann uns aber hinterlaufen, je nachdem wie er läuft. Rennt nämlich gerade nach links hinter uns. Die Biene muss links decken, Marlin deckt die Mitte, ich decke rechts. Wir müssen auf die Häuser drüben aufpassen, die sind leider noch komplett drin. Es war... Die haben Schüsse eingeschlagen, von wem? Schon wieder? Schon von wieder? 20, der Typ. Ja. Schießt er auf euch, oder was? Ja, auf den Pippin. Ein, zweimal getroffen. Oh, die Frage ist, wo sind die anderen eigentlich? Ach, du bist da drüben jetzt. Okay. Doch, können die auch im Wald links liegen und hinter den Häusern. Das ist ja alles noch drin. Hm.
Müsste jetzt aber laufen. Nichts auf die Häuser zu. Links in den Wald aus. Wald ist clear. Außer, die, außer der ist jetzt außerhalb des Kreises. Das ist nah. Oben auf dem Berg. 40. Ach, das ist ja, sobald es so ein bisschen Hügel ist, auf einmal immer 40 ist. Mindestens einer. Okay, die Häuser kommen gleich raus. Ausgeschaltet. Sehr gut. Achte auf deinem Rücken, die Häuser kommen gleich raus. Fünf Stück sind noch Minimum mit uns. Es kann eins volles Squad aus den Häusern noch sein und einer auf dem Berg. Hey, wir sind so offensichtlich für die Häuser, wenn da jemand wäre. Da oben liegt einer! Oben auf dem Berg liegt einer zwischen den Bäumen! Da, fuck! Lebt noch, ich hab ihn nicht bekommen. Das kommt aus den Häusern. Ne, komm hier. Garantiert der eine noch. Jo, bin da, geh wieder in Deckung. Lass ihn nicht abknallen, geh in Deckung. Ja, Medikit kommt. Der ist allein da oben. Medikit kommt, ich muss wiederbelebt werden. Entspann dich. Der Kreis Alles. Kommt gleich, nix entspann dich. Ich hab keine Zeit mehr. Wenn mich jetzt wiederbelebt und der Kreis kommt, bin ich direkt tot. 20 Sekunden, das reicht. Ja, kaufen. Okay. Gegner bei. Zwei mit, zwei auf dem Berg oben. Einer bei 35, einer weiter rechts. Nice! Hab einen ausgenommen von den beiden da oben. Der andere weiter links am Baum. Ja, hab ich gesehen. Scheiße. Nein! Das gibt es nicht, Mann. Pipi, du bist mir reingelaufen, genau. Ach, ja, ich musste laufen, Mann. Ja, da bist du genau reingelaufen. Scheiße. Ich bin raus. Fuck. Gegner steht mich. Das gibt's doch nicht. Ach, das gibt's doch nicht. Ich treffe aber auch einfach Vierte. Einen Scheiß. Ich. Ach, oh Mann. Warum treffe ich denn hier? Ich habe auch wieder so scheiße gezielt. Ich kann das aber nicht. Ich konnte nichts machen. Ich hatte vielfach gezoomt und plötzlich stand da Teambeschuss. Ja, ich muss halt laufen wegen des Kreises, du ja auch. Ja, ich bin halt seitlich gelaufen, vielfach gesucht und dann macht's plick, Teambeschuss. Ich denke, da war ich selber tot. Ah, ich schau mir gerade die. Ah, oh, ist das unglücklich, Mann. Ihr seid ja, das war Millimeter. Ah, Mann. Ich hab grad, ich hab's mir gerade, Alter, richtig unglücklich. Ich hab dich genau im Nacken erwischt. Das ist auch genau der. Das ist der eine, der uns jetzt irgendwie. Der hat auch auf euch geschossen und der hat mich auch erwischt. Ah, Mann. Ich hab auch echt nichts getroffen. Ich hätte ihn nur einmal treffen müssen und er wäre weg gewesen. Das gibt's doch einfach nicht. Ah, wie schlecht ich bin. Das ist so zum Kotzen. So ärgerlich. Ich bin Level 3. Nein, nicht ein Trefferpunkt. Ich hätte ihn so locker haben können, aber. Dann lasse ich mich nervös machen, dadurch, dass es rings um mich schießt, dass der Kreis hinter mir her ist und dass der genau auf mich zurennt. Und dann weiß ich nicht. Nein, aber das ärgert mich, weil das war unnötig. Der ist aus dem Kreis, der war außerhalb des Kreises. Ich hätte einfach nur mal locker warten müssen. Zielen, schießen, der wäre weg gewesen. Aber genau, aber ist jetzt nicht so gewesen und dann ist das jetzt auch egal und vorbei. Es ärgert mich trotzdem, weil ich weiß, dass es eigentlich nicht so schwer ist, aber dass es mir immer wieder passiert, dass ich mich unnötig nervös mache. Ah, Mann, das ärgert mich so.